Im dritten Teil unserer Tutorial-Reihe kümmern wir uns um die Bemalung. Wir erstellen eine neue Image-Texture, die nennen wir Base Color. Mit der gleichen Auflösung wie unsere Normal Map, in unserem Fall eine 4K-Auflösung. Hier auf sRGB stellen und verbinden mit unserem BSDF-Shader, damit wir sie auch gleich sehen. Wir selektieren alles, was kein Holz ist und blenden es mit H aus. Dann markieren wir alles, was wir haben und gehen dann vom Edit-Modus zurück in den Texture Paint Modus. Hier oben müssen wir die Paint Mask aktivieren, damit wir nur noch bemalen können, was auch selektiert ist im Edit Modus. Wir sollten uns eine Color Palette bauen, welche aus verschiedenen Grundfarben besteht. Für unser Holz benutze ich folgende Grundfarben. Als erstes werden wir mit unserer Grundfarbe unser komplettes Modell einmal einfärben. Ich nehme dies als meine Grundfarbe und verwende dann einen Brush, einen Draw Brush, mit einer Stärke von ungefähr 25% und nehme die anderen Akzente. Einmal den etwas dunkleren Bereich und gehe damit einmal komplett über unser Modell. Dann wechseln wir wieder zur hellsten Farbe, gehen nochmal drüber. Immer in dieser Schlangenbewegung, dann wieder die dunklere Farbe und nochmal drüber. Wir wechseln uns so lange ab mit diesen verschiedenen Farben, bis wir eine schön gestreifte Oberfläche haben. Hier beginnen die Details langsam zu wirken und wir haben eine kleine Holzoberfläche erschaffen. Mit einem ganz kleinen Brush, in dem Fall sind es jetzt bloß 8 Pixel, zeichnen wir jetzt eine Art Maserung ein. Da gehen wir über die ganzen dunklen Stellen und verstärken die nochmal. Wir werden jetzt die gesetzten Striche mit unserem Smear Brush noch ein Stück in die Länge ziehen. Bei der Arbeit hier geht es vor allem um Akzente. Wir wollen nicht, dass diese Linien extrem stark sichtbar sind, sondern möchten die Kontraste zwischen zwei verschiedenen Farben nochmal hervorheben. Je nachdem, wie comichaft der Stil von eurer Axt aussehen soll, könnt ihr die Farbverläufe weniger oder stärker kontrastreich betonen. Die äußere Kante werden wir ebenfalls mit einem sehr hellen Akzent versetzen. Hier wieder den Radius ganz niedrig setzen. Einmal über die komplette Kante. Die Strength darf hier ruhig sehr, sehr stark sein. Um den realistischen Look noch etwas zu verstärken, können wir hier mit einer dunklen Farbe über die komplette Länge zeichnen. Jetzt haben wir ausschließlich unser Lederband vor uns und brauchen erstmal eine Farbpalette. Wir entscheiden uns für einen hellen Lila-Ton in diesem Fall. Wir nehmen die absolut hellste Farbe und gehen dann immer ein Stück niedriger. Mit dunklen Strichen, unserer dunkelsten Farbe, markieren wir jetzt alle Stellen, die auch in unserem Shader aktuell dunkel sind. Danach kommen die hellen Akzente genau in die Mitte. Wir verwischen die beiden Farben immer in der Längsrichtung. Dadurch kann es sein, dass etwas braune Farbe von oben mitkommt, einfach wieder nach oben schieben. Jetzt haben wir eine Art Textur wie bei einem Stoff oder bei einem ganz stark gezerrten Leder. Wir haben jetzt mit den verschiedenen Farben gespielt und das Ergebnis ist eigentlich für die plumpe Art, wie wir es umgesetzt haben, relativ gut. Natürlich könnte man da mehr Liebe reinsetzen, aber der Stylized-Stil ist tatsächlich nicht, worin ich besonders stark bin. Macht aber nichts, es funktioniert und es sieht auf den ersten Blick auch gar nicht so schlecht aus. Hier werden wir jetzt mit einzelnen kleinen Punkten die Farbakzente setzen. Hier sind wir relativ frei in der Gestaltung. Das hier ist erstmal die Grundfarbe, die Klinge und unser unbearbeitetes Metall weiter hinten werden wir dann noch später separieren mit etwas mehr Kontrast. Wir vermischen die ganzen Punkte, verwischen sie etwas und glätten das Ganze nochmal. Danach setzen wir unsere dunkle Farbe ein, um den Grad zwischen geschliffen und ungeschliffenem Metall nochmal hervorzuheben. Nachdem wir die Klinge auch noch hell gemacht haben, können wir einen Akzent setzen, der die Klinge und das restliche Metall trennt. Die hellen Linien setzen wir überall da ein, wo das Licht stark darauf einwirken wird und scharfe Kanten somit das Licht reflektieren.
Zusätzlich zu den hellen Kanten müssen wir direkt drüber auch noch die schwarze Kante setzen, damit wir einen starken Kontrast haben. Dieses Wort sage ich sehr, sehr häufig. Danach verwischen wir wieder alles. Man könnte fast meinen, ich beherrsche nur eine Technik, das lasse ich unkommentiert. Wir haben hier jetzt einen guten Verlauf zwischen Klinge und unbearbeitetem Metall und können uns jetzt unsere Linien noch stärker an unseren Edge Flow anpassen. In der 2D View haben wir eine bessere Performance als im 3D Viewport. Mit dunklen und hellen Akzenten werden wir jetzt die kleinen Kratzer und die kleinen Spitzen und Scharten noch ein wenig ausarbeiten. Ob ihr das danach wieder glättet und noch ein paar Mal durchlaufen lasst, ist eure Entscheidung. Bei mir hat das ganz gut geklappt, indem ich den größten Teil dieser handgezeichneten feinen Linien einfach stehen habe lassen. Umso eher euer Stil comichaft sein soll, umso mehr von diesen handgezeichneten Linien könnt ihr natürlich übrig lassen. Auch hier wieder auf ganz dunkel mit ganz hell Kontraste setzen, besonders an den scharfen Kanten. Auch hier oben haben wir unsere scharfen Kanten einmal nachgezeichnet und können noch einen Schatten an die Stelle setzen, wo das Metall an der Schelle ansetzt. Diesmal geht es um die sternförmigen Nägel. Hier waren wir ganz besonders faul. Da haben wir einfach nur mit der normalen Strichtechnik, dazu müsst ihr euren Stroke einfach von Space auf Line setzen, erstmal eine dunkle Foundation gezeichnet, danach mit dem hellsten Kontrast eine Linie über alle rausstehenden Kanten gesetzt und dann mit dem dunklen Strich die Kanten nochmal gebrochen. So simpel es ist, der Effekt ist definitiv brauchbar. Ich habe übrigens die Quaste unten, das Fell, leider nicht aufgenommen. Da hat mein Aufnahmeprogramm ein wenig gesponnen, darum gehen wir gleich über zum Schatten. Der Schatten hier ist einfach nur eine dunkle Holzfarbe, die ich teilweise über das Band und teilweise über das Holz gesetzt habe. Das gibt dem Ganzen einen kleinen 3D-Effekt. Hier sehen wir nochmal, wie ich die Quaste gebaut habe. Ich habe hier einfach nur mit den dunklen Akzentfarben Wellenlinien nachgezeichnet und mit einer hellen Akzentfarbe über die rausstehenden Kanten. Dann das Ganze natürlich verschmiert. Und dann haben wir eine Art Felltextur. Jetzt fügen wir eine neue Image-Datei ein, und zwar eine Metallic Map. Also wieder das übliche Spiel, 4K-Auflösung, wie bei allen anderen auch, umbenennen zu Metallic. Die Color machen wir auf ganz weiß, das bedeutet volle metallische Wert, und verbinden das Ganze mit unserem BSDF-Shader. Danach von sRGB auf Non-Color, denn eine Metallic Map hat nur schwarz und weiß. Jetzt ist die komplette Axt metallisch, da wir nur eine weiße Farbe gesetzt haben und können jetzt mit dem Ausschlussverfahren einzelne Bereiche markieren und diese werden dann über das Maskierungstool markiert und dann mit einer komplett schwarzen Farbe gefüllt. Und wir passen es ein klein bisschen an, indem wir die Strength ganz niedrig setzen, den Wert wieder auf voll weiß und dann mit ein paar Klicks, bis es uns gefällt, den Metallic-Wert leicht zurückbringen. Die Farben kommen durch den Metallic-Wert ein bisschen besser raus und da es kein realistisches Modell ist, macht es auch gar nichts. Bei der Quaste brauchen wir den Metallic-Wert allerdings nur stellenweise. Darum geben wir über den Pinsel Stück für Stück ein wenig von dem Metallic-Wert wieder her. Dort ist die Variation recht interessant, dort gibt es einen schönen Glanz, aber gleichzeitig keinen unrealistischen Metallic-Effekt. Ihr könnt das Ganze auch mit der Roughness Map machen. Erstellt eine Roughness Map und macht genau das gleiche Spiel. Wo soll es glänzen, wo nicht. Ich habe mir das in diesem Falle gespart, da ich mit dem Ergebnis bereits einigermaßen zufrieden war. Der Vorgang ist genau der gleiche. Kommen wir zum Export. Wir markieren unsere Axt nur das Retopo und sagen Selected Objects. Danach nur Mesh auswählen, da wir nichts anderes exportieren müssen. Unser Scale sollte Applied sein und auf 1 stehen und von All Local gehen wir auf FBX,
FBX Unit Scale in den Apply Scalings. Z-Achse ist bei Unity zum Beispiel falsch gesetzt, also gehen wir auf Z-Forward und Export. Mit unseren Maps müssen wir vorsichtig sein, sie sind nicht automatisch gespeichert. Also alle nochmal speichern, das geht über das Burger-Menü im Image Editor Save As oder einfach über das Panel auf der rechten Seite vom Image Editor. Herzlichen Glückwunsch zu eurer eigenen modellierten und bemalten Axt. Bitte zeigt uns eure Ergebnisse direkt auf dem Discord bei uns. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns ab dem Januar 2022 auch auf YouTube live im Stream. Vielen Dank fürs Zusehen.